es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Spiel zu bewerten. Man kann jetzt sagen, ach, um Gottes Willen, nächstes Spiel verloren, sechstes Spiel in Folge, wie auch immer. Oder man sagt, pass auf, die bessere Mannschaft hat ganz einfach heute Pech gehabt und hat verloren. Es war eine ganz klare Leistungssteigerung zu den letzten Partien. Ja, auf jeden Fall war das eine Leistungssteigerung. Und ich muss sagen, 5 gegen 5 waren wir die bessere Mannschaft. Aber wir haben eben zu blöde Strafzeiten gemacht. Und Wolfsburg kann die Strafzeiten schon ausnutzen. Die haben gutes Powerplay. Und ja, wir müssen jetzt Kopf hoch und aufs nächste Spiel konzentrieren. Hilft ja nichts. Einen Punkt haben wir geholt. Ist immer ein Punkt. Also jeder Punkt ist wichtig für die Playoffs dann. Also wir müssen einfach weiter so machen und Kopf hoch. Wenn du das jetzt so siehst, heute das Spiel siehst, Wolfsburg das Team der Stunde und wir waren besser. Also woraus schöpft ihr dann den Mut? Ja, den Mut. Wir waren 5 gegen 5 mal besser, wie gesagt. Und wir müssen einfach ein bisschen disziplinierter spielen und keine Strafzeiten machen. Und dann gewinnen wir das Spiel auch, ganz klar. Eure Reihe heute wieder überragend. Dennoch hat es nicht ganz gelangt. Inwieweit ist es jetzt so, dass die Hamburg Freezers tatsächlich auf euch setzen? Also dass ihr eigentlich die Vorreiter seid? Ja, wir hatten eine gute Saison und dann haben wir auch, ich weiß nicht wie viele Spiele, haben wir auch ein bisschen durchgehangen, auch kein Tor mehr geschossen und das baut uns auch natürlich auf und ich meine, es ist ja auch wichtig für die Mannschaft, dass wir Spiele gewinnen und Tore schießen und ja, hoffentlich läuft es so weiter mit unserer Reihe und bauen auch die anderen Reihen damit auf, wenn wir Tore schießen. Freitag in Hannover, was ist da drin? Ja, alles. 3 Punkte.